Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch den Brand News Benny und Angie Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Den gibt es aktuell im Black Sale für 32,90. Der kostet normalerweise aber 48,90. Soll Produkte, also Leckereien, Beauty und Wohlfühlprodukte im Wert von über 75 € beinhalten. Als ich den online gesehen habe, dachte ich mir erst, hä, was, Moment, irgendwas läuft hier schief, weil so sieht meine Familie aus. Also das ist der Wahnsinn, als hätten die tatsächlich, also das ist unglaublich. Ihr habt ja alle noch nie meinen Freund gesehen. So ähnlich könnte er gegebenenfalls aussehen. Ja gut, mit Julius passt das nicht so ganz. Es ist wirklich krass. Also für mich war das wirklich erschreckend, als ich den gesehen habe. Deswegen musste ich den kaufen, auf diesen Schock hin. Und jetzt gucken wir einfach mal zusammen rein. Okay, das ist ein Adventskalender, nachdem ich hier saugen muss. Und wir haben hier überall auch immer so Beschreibungsdinger mit dabei, wo die Preise draufstehen. Das bewahre ich mir auf jeden Fall auf, weil ich das praktisch finde. Und der 1. Dezember startet mit etwas, was ich so gut finde. 6 Riegel Kinder Bueno. Oh mein Gott, das ist so lecker, oder? Also ich liebe Kinder Bueno und das ist ein super Start. Also so kann es weitergehen. Der Adventskalender ist noch verfügbar und ich frage mich jetzt beim zweiten Kläppchen, warum? Weil wir haben hier wirklich eine tolle Nummer 2 in der Größe 39 bis 42 Supersoft Socke von Nur Die. Die werden mir definitiv passen, denn ich habe Größe 41, die sind super flauschig und ich habe letztens noch bei uns im K&K vor so einem Nur Die Ständer gestanden und genau solche Socken in meinen Händen gehalten und mich gefragt, sollte ich mal wieder neue mitnehmen? Na, jetzt habe ich welche hier. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier habe ich von Henderson & Sons ein Sweet and Salty Selected Mix. Das schreibt meinen Namen, denn ich liebe sowas. Ich liebe Nüsse, ich liebe es so süß und salzig. Ich mag es total gerne. Es ist auch, glaube ich, so ähnlich so wie Knickknacks oder sowas hier mit dabei. Voll meins. Hier haben wir die Nummer 4. Ja, passend für einen Adventskalender. Ich weiß nicht, ob man für sowas selber Spekulatius machen müsste. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass du das auch so über Porridge oder über irgendwas Gebäckmäßiges machen kannst, wenn du es machst. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall von Just Spices ein Spekulatius-Gewürz und ich mag sehr gerne die Just Spices-Gewürzmischung. Hab auch den Code Just Claudi, da könnt ihr immer wieder auch ordentlich was sparen. Oder ihr bekommt ein Gratis-Gewürz dabei. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Und ja, nee, super im Adventskalender aufgehoben, finde ich. Der 5. Dezember ist, glaube ich, voll was für meinen Freund. Mr. Brown Coffee Drink, 250 ml. Und er mag total gerne solche kalten Kaffeegetränke. Also, ne, und ich glaube, Mr. Brown hatte ich auch schon mal irgendwo in Adventskalender mit dabei. Feiert er? Schön. Krass. Also am 6. Dezember, Nikolaus, haben wir einfach mal so ein Oschi drin von Dove Body Love. Barrier Repair mit Panthenol pflegt sofort und repariert in 7 Tagen ein Bodybalsam für sehr trockene Haut mit ganzen 400 ml. Mega. Perfekte Nummer 6, finde ich, ne? In der Nummer 7 haben wir, wie heißen die? Treats Bar, The Peanut Company, jeweils 20 Gramm von so Riegeln drin. Ja, perfekt. Also es wäre ja eigentlich gedacht, einen für Schatzi, einen für mich. Ich werde einfach beide essen, okay? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir von Capri Sun ein Sirup mit Vitaminen, ne? Also einfach ein Sirup drin, ein Beerenmix. 600 ml und du machst dir einfach nur einen Teil davon in dein Glas. Ergibt 30 mal 200 ml. Das ist halt, ne, du machst dann 9 Teile Wasser, 1 Teil Sirup rein und hast da echt viel von. Und ich habe ja immer irgendwie hier mein Wasser, wo ich mir irgendeinen Kram reinmache. Passt perfekt. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Brandminis vegan, Hafer und Karamell freuen. Finde ich großartig. Das hört sich so lecker an. Oh mein Gott. 85 Gramm sind hier drin enthalten. Und das ist ein toller kleiner Snack zwischendurch. Den kannst du auch mal Kaffeegästen oder so anbieten, weil das halt auch was Spezielles mit dabei hat. Ne? Also schön. Krass, ey. In der Nummer 10 darf es was von Trackle Moon weitergehen. Your Cozy Winter Day. Kuscheliges Seelenwärmer. Schaumbad. Pflaume und Zimt. Hallöchen, Popöchen. 425 ml. Das ist derbe. Das ist richtig geil. Das feiere ich. Ich muss es riechen. Es riecht so lecker. Man muss dieses Süße mögen, aber es passt halt voll in diese Weihnachtszeit rein. Ne? Mag ich. Ja, am 11. Dezember erwartet uns etwas sehr Klassisches und zwar von Centis Premium Edelmarzipan Baumstamm mit feinem Nougat. Wir sind jetzt nicht so die ultimativen Marzipan-Fans, aber 100 Gramm sind hier drin, ne? Aber ich glaube,
Mein Freund mag voll gerne Nougat. Also vielleicht könnte das dann doch vielleicht was, vielleicht. Mal gucken, ob wir das mögen. Nein, die Nummer 12 ist nicht die Halbzeit, denn wir haben 26 Kläppchen hier drin. Hella Pink Caribic, das ist so ein, ja, 750 Milliliter, so ein Wasser, was halt so einen leichten Geschmack mit dabei hat. Habe ich mal eine Zeit lang getrunken, war nicht ganz so meine Welt, aber ich stelle es mir hier oben hin, es wird auf jeden Fall getrunken. Durchaus brauchbar am 13. Dezember, Augenmasken, also iPad Mask Marine Magic von Yuti. Das sind einmal diese hier, auch das super praktisch. Ich weiß nicht, aus welcher Charge die kommen, also welche Formulierung die Inhaltsstoffe und so weiter haben, weil ich habe gehört, dass die jetzt neu rausgekommen sind, bei vielen Brennen, bei vielen Rutschen. Also die, die ich bislang hatte, waren wirklich gut. Muss ich ausprobieren. Am 14. Dezember haben wir bestes Erdbeer-Fruchtgummi, ja, von Brand News selber hier drin. Da sind einfach nur so ein paar drin, 35 Gramm. Aber es finde ich gar nicht so schlimm, dass da gar nicht so super viele drin sind. Denn bei uns ist es meistens so, wenn wir Fruchtgummis haben, essen wir meistens Fruchtgummis, weil wir da einfach gerade mal so spontan Bock drauf haben. Aber dann isst du so eine Handvoll ungefähr und dann magst du nicht mehr. Deswegen ist es eigentlich, glaube ich, ganz gut, ne, von der Größe her. Aber ja, in Relation zu den anderen Sachen ist es schon recht klein. Schauen wir schnell in die Nummer 15 rein. Und da habe ich hier etwas drin, was auch sehr praktisch ist. Und zwar von Wilkinson's Ward Hydro 5 Skin Protection Regular. Ja, das ist einfach ein Rasierer. Leute, sowas ist praktisch. Und ich verwende immer Männerrasierer, weil die einfach effektiver sind als Frauenrasierer. Und ja, hier hast du auch irgendwie einen Gelpool mit dabei. Läuft, schön. Am 16. Dezember möchte gerne Ostmann auch hier in dem Adventskalender vertreten sein. Kann ich mir gut vorstellen, denn der ist echt geil befüllt. Apfelkuchengewürz, natürlich gut. Mit 10 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, kann man machen. Ich weiß nicht, wo man das dann noch mit reinmachen soll. Für eine Springform. Tatsächlich, du machst das wirklich auch in irgendeinen Kuchen mit rein, dass der so ein bisschen auch nach Apfelkuchen schmeckt. Vielleicht in so einen Napfkuchen oder so. Eine Woche vor Heiligabend habe ich am 17. Dezember etwas, was für mich was ist. Münsterland Classico Kakao. Sehr schön, ne? Das ist einfach eine Dose mit 250 Millilitern und so ein Kakao zwischendurch ist ganz schön. Vielleicht auch einfach mal zum Frühstück oder zum Abendbrot, ne? Schön. Also ich schließe den Adventskalender immer mehr in mein Herz, denn herzlich willkommen in der Weihnachtswoche am 18. Dezember. Von Popcorn Girl habe ich hier Popcorn with Peanuts, also mit Erdnüssen, karamellisiert. Popcorn. Mega. Erdnüsse. Mega. Karamellisiert. Hallo. Oh, unglaublich. Das ist ja richtig krass. 90 Gramm haben wir hier drin. Ich bin total beeindruckt. Also das ist voll mein Ding. Ich habe keine Ahnung. Das kostet 1,99 Euro, wenn man sich das so kauft für 90 Gramm. Das ist ganz schön teuer, ne? Aber schön, dass das hier im Adventskalender drin ist. In der Nummer 19 haben wir von Pfanner einen Eistee drin. Und zwar ist das Pfirsich mit 750 Millilitern. Dieser Adventskalender schreit von Kläppchen zu Kläppchen immer mehr nicht nur meinen Namen, sondern auch wirklich den von meinem Freund. Das ist so krass, dass nicht nur wir darauf abgebildet sind, sondern dass hier auch tatsächlich Produkte drin sind, die so dermaßen krass zu uns passen. Das ist schon irgendwie ist es scary. Am 20. Dezember habe ich hier Hafervoll Organic Flapjack mit Kakaonips und Haselnuss. Ja, 60 Gramm. Das ist halt auch voll lecker, ne? Das ist ein 1A-Frühstück, das sage ich immer wieder, wenn ich solche Riegel halt auch in den Händen halte, dass es so praktisch für mich ist, weil ich morgens manchmal einfach gar nicht so die Zeit dafür finde, mich in Ruhe hinzusetzen und selber was zu essen, weil ich mich einfach um alles andere versuche zu kümmern. Und da ist sowas Gold wert für mich. In der Nummer 21 ist jetzt einmal ein Produkt drin, wo ich sage, na, das passt nicht so ganz. aber ja, egal. Das ist ja auch nicht unser Adventskalender. Oh My Face Intuitive Face Glow Set Kit Visage Eclat. Nee, Eclat Express, was ist das? Das passt wohl zu uns. Also zu mir. Das ist Wachsstreifen, 20 Stück. Dann haben wir Rasierer, einen Gesichtsrasierer hier drin. Den verwende ich halt immer, ne? Und ein Gesichtsserum. Hä? Das ist wirklich creepy. Oh Mann. Eigentlich müsste hier Sammy auch noch mit drauf abgebildet sein. Dann hätte es gepasst. Krass. Wo kommst du denn weg? Wilkinson hat das entwickelt. Kenne ich nicht. Also ich kenne die Marke, aber ich kenne dieses Set nicht. Ja, die Nummer 22 haben wir letztens erst leer gemacht. Kinder-Emoikal-Hustenbonbons Wildkirsche mit 5 Vitaminen. Ja, 75 Gramm. Wir hatten jetzt ja auch gerade alle hier
Erkältung und hast du nicht gesehen, ne? Und da haben wir die echt gut genommen. Vor allem ich nehme die ganz gerne auch so nachts zum Beispiel, wenn ich so Reizhusten habe. Wahnsinn. Ich kann nicht mehr. Echt nicht. Am 23. Dezember haben wir was hier drin. Also, von Kühne natürlich gut Hafersylter Art Dressing. Ist es vegan oder ist es normal? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich das also schon krass. Sylter Dressing ist mein Lieblingsdressing, verwende ich ständig, kaufe ich auch ständig. Ich habe das damals so hart gesuchtet. Ich hatte damals, als wir noch nicht zusammen gewohnt haben, ne, hatte ich bei meinem Freund auch immer so ein Sylter Dressing stehen im Kühlschrank, bei seiner Mom halt, ne? Doch, das ist Hafer, klar, das ist vegan. Steht hier auch drauf. Es ist irgendwie... Dieser Adventskalender macht mir Angst. Am 24. Dezember haben wir was von Milka drin. Wer meinen letzten Vlog gesehen hat, hat gesehen, dass ich für Schatzi einen dicken Packen Milka-Schokolade gekauft habe. Und er wird sie auch sehr toll finden. Wir mögen auch gerne so kleine Küchlein zwischendurch. Sowas würden wir uns tatsächlich eher weniger so kaufen, weil das, glaube ich, recht teuer ist. Und ja... Das finde ich so geil. Ich feiere das. 140 Gramm, 5 Stück sind hier drin. Mega. Ja, dass wir Chips mögen, ist, glaube ich, jetzt nichts, wo man sagen würde, das ist creepy. Aber in der Nummer 25 sind hier extra breite Kartoffelchips mit Meersalz drin. Ne? Von Brand New selber ist das. 80 Gramm. Finde ich auch toll. Also, die 26 kann jetzt, weiß Gott, was drin haben. Eine Badekappe oder so. Ich würde den Adventskalender weiter feiern. Ja gut, das ist natürlich noch richtig krass, ne? Von Bilou Cherry Coco. Ein Duschschaum. Ich mag ja nicht gerne Schoko mit halt so Obstdüften oder so. Oder Obstessen tatsächlich. Aber als Duft, weiß ich nicht. Kann das, glaube ich, ganz gut werden. Ey, jetzt mal ohne Flachs, Leute. Dieser Adventskalender macht mir so tierisch Angst. Das wäre, als hätte irgendwer bei uns Mäuschen gespielt. Und ich bin kurz davor zu heulen, weil ich irgendwie so ein bisschen beeindruckt bin. Und ganz im Ernst, das ist jetzt mein liebster Food-Adventskalender. Ja, definitiv. Weil der passt so dermaßen zu uns. Nicht nur wegen der Optik von dem Bild, ne, sondern auch von dem Inhalt her. Das ist so heftig, wie gut die Produkte bei uns passen und wie sehr ich einfach liebe, was hier vor mir steht. Hätten wir den ausgepackt, jetzt einfach in der Adventszeit, wäre das jeden Tag so geil gewesen. Hätten wir jeden Tag uns tierisch drüber gefreut und ja, ne, das ist schon cool. Klar, bei manchen Tagen, wenn Beauty-Produkte kommen und so, guckt der Mann vielleicht in eine Röhre. Mal mag der eine das eine lieber, mal der andere das andere, so, ne? Und ja, aber trotzdem haben wir hier einen richtig tollen Adventskalender. Ich habe keine Kooperation mit Brand News. Das ist jetzt wirklich selber gekauft und so weiter, ne? Mega Empfehlung. Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich tatsächlich, dass ich den jetzt noch bekommen habe, dass ich euch den zeigen konnte. Und ja, dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.